Das Märchen zum Monat März. Der März ist ja der Monat, in dem wir anfangen, die Fenster und die Türen ein wenig mehr zu öffnen. Auch wenn es draußen noch manchmal bitterkalt ist. Es lohnt sich. Die Schneeglöckchen kommen aus dem Boden. Die Knospen werden runder. Und so manches vom neuen Jahr kommt zum Vorschein. Und so wie wir Fenster und Türen öffnen, so gilt es auch jetzt in diesem Monat, die Herzen zu öffnen und manches willkommen zu heißen, von dem man noch gar nicht weiß, was es bringen mag. Deshalb habe ich für den März ein heiteres Märchen ausgesucht, das ursprünglich aus dem Odenwald kommt. Das Märchen vom alten Männchen. In einem Dorf im Odenwald, da lebten einst zwei Weibchen. Gar nicht so weit voneinander, aber doch waren sie sehr unterschiedlich. Das eine alte Weibchen war recht arm, aber sie hielt wohl auch ihre Wirtschaft zusammen. Die andere hatte über das Leben recht gut Polster angelegt. Nicht nur auf den Hüften, nein, auch im Sparstrumpf oder in der kleinen Kassette, die sie im Buffet aufbewahrte. Und sie galt auch überall im Dorf als ein recht hartherzig Weib. Nun eines Tages da klopfte es im frühen Frühjahr am Nachmittag an die Tür der Alten, die ein wenig etwas auf der Hüfte hatte und im Sparsäckchen. Und draußen stand, mein Gott, ein altes Männchen, wie war es anzusehen? Es war klein gewachsen, ein wenig schlottrig und vom frühen Frühjahr so recht abgehärmt und durchgefrostet. Die Schuhe nass vom Schlamm, der Hut ganz nass und feucht auch das Gesicht. Ob vom Regen oder vom Tränen des Hungers, wer weiß das schon. Nun frug das Männchen, ob ihr wohl ein wenig Essen für mich habt oder ein warmes Plätzchen. Mich friert so sehr. Ich bitte euch doch, gute Frau. Bin keine gute Frau, sagte die Frau. Wenn ihr etwas Warmes wollt zum Umhängen oder etwas Gutes zum Essen, so geht ins Wirtshaus, wenn ihr es bezahlen könnt. Wenn nicht, ist meine Sorge nicht. Und schlägt die Tür hinter sich zu. So ging das arme Männchen nun im Dorf entlang zur Karte der Armen. Klopft zart an die Tür. Die Frau kommt sogleich heraus. Mein Gott, wie seht ihr aus, Mann, sprach sie. Kommt schnell herein. Es fängt ja gleich schon wieder an zu regnen. Das Frühjahr ist arg dies Jahr. Kommt herein und setzt euch. Und es macht dem Männlein ganz viel aus, dass seine Füße nasse Pfützen hinterlassen auf dem Boden. Das macht nichts, sagt sie. So viel Menschen sind hier schon herumspaziert und seht, immer wieder ist's trocken geworden. Wollt ihr eine gute heiße Suppe, Mann? Jawohl, das wollt er gern. Und sie hängt ihm auch ihr Dickwollentuch um die Schultern. Da schlottert ihn nicht mehr so sehr. Und so saß er ganz gemütlich da und löffelt die heiße, gute Gerstensuppe, die die Frau ihm gemacht hatte. Und sie stellt sogar einen Humpen Bier dazu. Oh, das war für ihn ein Labsal. Und so schmatzend schluckt er und war recht wohlig anzusehen. Zieht auch das Tuch der Alten um sich herum und es schien, als wollte er immer bleiben. Nun sprach sie, es ist ja schon ein wenig kalt draußen, Mann. So mache ich euch das Bett dort am Ofen, dann bleibt ihr bis morgen früh. Und gesagt, getan. Am nächsten Morgen auch wollte sie ihn nicht gehen lassen, ohne ein gutes, kräftiges Frühstück, ein dickes Bauernbrot, das sie noch hatte, mit Butter obendrauf und ein wenig Salz gestreut. Das macht den Alten lachend. Und als er davonging, da sprach er zu ihr, »Hab Dank, gute Frau. Das war eine rechte Labsal für mich. Geld habe ich nicht. Doch möge das, was ihr morgen als erstes tut, einen ganzen Tag dauern.« Das konnte sie nicht verstehen. Es war auch sehr in Rätseln gesprochen. Und davon war er. Und ob's nun der Nebel war in diesem Frühjahr, er schien, als wird er unsichtbar werden. Davon war er zwischen den Zweigen auf dem Weg und war nicht mehr auszumachen für die Augen. Am nächsten Morgen erwacht die Frau bei Zeiten. Und weil sie eine Fleißige war, so ging sie sogleich an den Webstuhl und nahm sich das Linnen heraus, das sie gewebt hatte, um es zu betrachten. Den ganzen Korb hatte sie schon voll von den gestrigen und vorgestrigen Tagen.
Und als sie nun das Linnen herausholt, da wurd's immer mehr. Sie zog heraus und dachte, so viel hab ich gar nicht gewebet. Wie kann das sein? Und legt die Stücke gut zusammen auf das Schränkchen nebenan und muss schon bald den Tisch noch nehmen und den Fußboden dazu und zog und zog und zog. Und Linnen kam über Linnen. Das war der Segen des reichen Männchens, das bei ihr war. Denn reich war's wahrhaftig von seinem Wünschen her. Und als die Stube nicht mehr reichte, da hängte sie das neue Linnen auch draußen vor das Haus an die Wäscheleinen, damit's dort gut aufgehoben wär. Und es war ein strahlend früher Tag, voller Sonne. Das sah die reiche Nachbarin und falzte ein wenig her und sagte, »Wo habt ihr denn das gute Linnen her, Nachbarin? So viel habt ihr nicht gewebt, nicht wahr?« Und da hat sie es ihr sogleich erzählt, vom Männchen, das da war, und wie das Männchen ihr wünschte, dass sie wohl alles, was sie anfinge am Morgen, weitermachen sollte, immerfort, bis der Abend kommt. Und so, sprach sie, kam das viele Linnen nun zutage. »Das würde ich auch gern tun«, sprach die reiche Nachbarin, »ich wiss doch, was ich als erstes tät. Ich würd an meine Geldschatulle gehen, die Goldstücke zähne, die Scheine, und ging's den ganzen Tag so weiter, oh mein Gott, ich wär eine reiche Alte am Abend.« Und so lief sie, so schnell sie ihre breiten Hüften trugen, die Straße hinunter, und ob's nun aus dem Nebel gekommen war oder stehen geblieben, das Männchen, es war noch da, hinten, da, wo das Dorf in den Wald übergeht. Da rief sie es sogleich zurück, »Männchen, guter Mann, komm zurück, ich will euch gut nähren und betten. Es ist ein guter Platz in meinem Haus, besser noch als bei den Nachbarn.« Und zog ihn zurück, doch kam er auch freiwillig. Und so gab sie ihm guten roten Wein. Und einen heißen Pfannkuchen macht sie für ihn heiß. Mit einer leckeren Füllung aus Apfelmus. Und er konnte auch nicht abwehren, es gab noch ein großes Stück Fleisch hinten nach. Und dann noch ein Glas Wein. Und noch ein Stamperl hinterher mit Schnaps. Und dann macht sie ihm das eigene Bett zurecht und schläft selbst am Ofen. Und zum Frühstück macht sie ihm ein Ei, das schlug sie durcheinander mit Speck. Das Männchen war's zufrieden und sprach, »Ich dank euch, Frau«, und macht ein schelmisch Gesicht dabei. »Kann euch kein Geld geben, aber was immer ihr morgen beginnt als erstes, wird dauern den ganzen Tag. Ich versprech's euch«, und lacht und verschwunden war's. Im Nebel fort, wer weiß, wenn doch auch eitel Sonnenschein war an diesem Morgen, fort war's. Die Frauen und den ganzen Tag schon waren Erwartung für den nächsten Morgen. Und legt das Geld zurecht, das sie zählen will. Und schon die Wannen daneben, in die das Geld hinein sollte. Ach, was freut sie sich darauf. Und auch das Zählen übt sie schon, damit es schnell von der Hand ging und sie möglichst viel bis zum Abend wird zählen. Nun gut, die ganze Nacht konnte sie nicht schlafen. Und am nächsten Morgen wacht sie auf in aller Früh. Bei Zeiten wollte sie gleich anfangen, das Geld zu zählen. Nun aber überkommt sie noch ein schnelles Rühren und so geht sie schnell hinters Haus, um sich noch ein wenig hinzuhocken und die Nacht abzulassen. Und als sie so mit den breiten Hüften in die Hocke geht und ein wenig das unschuldig Bächlein macht, das viele am Morgen von sich lassen, ihr ahnt es schon, so hört dies nimmer auf. Ja, nimmer mehr, ein ganzer Bach kommt da zutage und läuft hinunter zum Dorf, die Dorfstraße entlang, bis zum See, wo hinein es sich ergießet. Und sie kommt nicht mehr in die Röck und bleibt den ganzen Tag dort sitzen. Auch wenn gar nichts mehr in ihr war, so kam es doch immerfort hervor. Bis sie begriff, das war der Wunsch des vermaledeiten alten Männchens. Er hat's gewusst, dachte sie bei sich.
Man hört ihn auch lachen hinten am Haselnussstrauch. Er hat's gewusst. Denn ein bös Weib soll nicht belohnet werden mit Geldzählen ohne Ende, nicht wahr? Und als am Abend die Sonne ward untergegangen, ging sie erschöpft ins Haus. Ein wenig schimpft sie noch, nimmt dann die Kasse vor und zählt darinnen, was drinnen war. Und soll ich's euch sagen, es reicht allemal. So überleg nun du gut, was tust du morgen als erstes? Und wenn's andauern würde, bis zum Abend, wär's ein gutes? Ist's ein liebes Wort zu deinem Partner, zum Kind, zum Hund? Oder ist's ein Schmollen und Schlechtdenken? Ist's ein Tritt? Ist's ein böser Gedanke? Oder ist's ein Gebet? Prüf's wohl. Könnt sein, das kleine Männchen klopft auch bei dir. Dann soll's recht werden, nicht wahr?